Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als ich letztens auf der Arbeit etwas durchs Internet surfte, stieß ich auf eine echt gruselige Theorie. Es ging um meine absolute Lieblingsserie aus der Kindheit, SpongeBob Schwammkopf. Wie wahrscheinlich sehr viele von euch habe ich bis heute immer noch das Intro und das Lagerfeuerlied im Kopf. Umso erstaunlicher fand ich das, was ich in dem englischen Blogbeitrag zu lesen bekam. Angeblich soll hinter der Serie eine sehr tiefgründige Bedeutung stecken. Du fragst dich nun sicherlich, wovon ich rede. Nun ja, im Audiokommentar zur ersten Staffel von SpongeBob deutete der Synchronsprecher von Plankton, welcher im echten Leben Doug Lawrence heißt, an, dass der Macher von SpongeBob bei der Verteilung der Hauptrollen an etwas ganz Bestimmtes dachte und diese nicht einfach zufällig entstanden. Es klingt verrückt, aber die sieben Hauptrollen, welche wir alle lieben, sollen angeblich für die sieben Todsünden stehen. Ich fand es so interessant, dass ich mir dachte, dass ich darüber unbedingt ein Video machen muss. Deshalb schlüssel ich nun auf, was die sieben Hauptfiguren mit den sieben Todsünden zu tun haben. Bevor wir eins und eins zusammenzählen, möchte ich nur noch einmal kurz die sieben Todsünden und dann die sieben Hauptfiguren aufzählen. Die sieben Todsünden sind Hochmut, Neid, Zorn, Faulheit, Gier, Völlerei und Wollust. Die sieben Hauptfiguren sind SpongeBob und Patrick, ihr Nachbar Thaddäus, Mr. Krabs und sein Erzfeind Plankton, das Eichhörnchen Sandy und SpongeBobs Schnecke Gary. Nun gehen wir jeden Hauptcharakter durch und schauen, ob auf seine Charaktereigenschaft eine Todsünde passt. Beginnen wir mit Gary. Was ist das Besondere bei Gary? Er frisst extrem gern und auch extrem viel. Somit passt Gary perfekt auf die Todsünde Völlerei. Im Laufe der Serie gibt es immer wieder Einblicke in Garys Völlerei. In der Folge Was Bob, wo Kopf, frisst die Schnecke zum Beispiel einen kompletten Jahresvorrat an Schneckenfutter. Auch in der Folge Der Aufsatz zeigt sich seine Völlerei darin, dass SpongeBob gar eine Leiter benutzen muss, um den Fressnapf seiner Schnecke zu füllen. In einer Episode hat er SpongeBobs halbes Sofa gefressen, weil er nichts zu essen fand. Auch dass SpongeBob oft erwähnt, dass er schnell nach Hause muss, um Gary zu füttern, zeigt, wie sehr Gary zur Todsünde Völlerei passt. Wir merken uns also, Gary steht für Völlerei. Nun kommen wir zum nächsten Hauptcharakter. Dieser lebt unter einer Glaskuppel und braucht einen Sauerstoffanzug, weil seine Artgenossen normalerweise nicht unter Wasser leben. Hast du den Hauptcharakter erkannt? Es handelt sich um das Eichhörnchen Sandy. Sandy ist sehr sportlich, macht leidenschaftlich Karate und möchte sämtliche Rekorde brechen, wie man in der Episode Eichhörnchen-Rekorde beobachten kann. Am extremen Drang, Rekorde zu brechen und sich sportlich bis ins Unermessliche zu steigern, lässt sich leicht herableiten, dass Sandy sich möglicherweise auch etwas selbst überschätzt. Zu welcher Todsünde passt das wohl? Natürlich zum Hochmut. Sandy verkörpert also den Hochmut. Kommen wir zum nächsten Hauptcharakter. Thaddäus. Was macht Thaddäus aus? Natürlich, dass er sich extrem oft aufregt und dabei auch häufig sehr zornig wird. Oft ist seine Wut durch Ruhestörungen durch seine zwei Nachbarn SpongeBob und Patrick begründet. Manchmal aber auch, weil niemand im Bikini Bottom seine Musik mit der Klarinette schätzt. Er findet immer einen Grund, sehr wütend zu werden. Also lässt sich ziemlich sicher sagen, dass Thaddäus für die Todsünde Zorn steht. Weiter geht's mit Plankton. Dass diese Figur nichts Gutes darstellt, sollte jedem klar sein. Passt aber auch eine Sünde zu Plankton? Planktons größter Wunsch, welcher sich durch die komplette Serie zieht, ist es, an Mr. Krabs geheimes Rezept für den Krabbenburger zu kommen. Da Plankton auch ein Restaurant, welches leider echt miserabel läuft, gegenüber von Mr. Krabs besitzt, ist seine Motivation offensichtlich der Neid auf die super laufende krosse Krabbe. Planktons Sünde ist also der Neid. Plankton wäre geklärt, aber was ist die Todsünde von Mr. Krabs? Bei vielen Fans von SpongeBob Schwammkopf sollte es bereits klingeln. In vielen Situationen der Serie zeigt sich, wie geizig Mr. Krabs ist. In einer Folge verkaufte er seinen besten Mitarbeiter SpongeBob für sage und schreibe 62 Cent. In einer anderen ist er zu geizig, für seine Tochter Perla ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Mr. Krabs ist also wirklich die Habgier in Person. Kommen wir nun zu SpongeBobs besten Freund und Nachbar, Patrick. Der gemütliche Seestern gewinnt in der Episode Dick, Rosa und Dumm den Preis im Nichtstun. In seiner Wohnung unter dem Stein ist es oft sehr unordentlich
und er selbst schläft auch wie ein Stein. All diese Eigenschaften deuten darauf hin, dass Patrick für die Faulheit steht. Zu allerletzt bleibt noch eine Todsünde und auch eine Figur übrig. SpongeBob und die Wollust. Wollust ist per Definition die sexuelle Begierde. Es sollte klar sein, dass man so etwas nicht in eine Kinderserie einbauen kann. Deshalb stellt SpongeBob die Wollust auf einem anderen Wege dar. Er ist immer fröhlich, voller Energie und gewinnt auch an den normalsten Dingen extremen Gefallen. Er hilft, ist nett, übermütig und spielt gerne. Dieser Eifer, diese Lustigkeit im wahrsten Sinne des Wortes macht klar, weshalb SpongeBob für die Wollust steht. Ich war echt extrem überrascht, dass die Lieblingsserie meiner Kindheit den Menschen einen Spiegel vorhält und in ihren Hauptcharakteren die sieben Todsünden porträtiert werden. SpongeBob funktioniert deshalb so gut, weil jeder Mensch diese Sünden ein Stück weit in sich trägt und sich somit in den Charakteren manchmal selbst wiedererkennt. Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, was euer Lieblingscharakter ist und was ihr von der Theorie mit den Sünden haltet. Denkt ihr, ich habe recht oder ist meine Theorie der reinste Schwachsinn? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.